Samstagmorgen, 6 Uhr in Las Vegas. Ein schöner Morgen. Und jetzt? Und jetzt die Runde mit den Hunden. Und ab geht's. Du sollst den Ball doch mal bringen. Ein schöner großer Park zum Spielen jeden Morgen mit den Jungs und natürlich mit den Mädels. Ganz leer kann man nie sagen. Also wir haben bis jetzt immer mit Wasser gesehen. Das ist der Abflusskanal hier für Regenwasser. Ich verlinke euch oben rechts mal ein paar Bilder, wie es aussieht, wenn hier im August so Monsunregen runterkommt. Ja, in Las Vegas können Monsunregen runterkommen. Und dann sind die mal ganz schnell ganz voll, weil ein richtiges Abwassersystem kennen die leider hier nicht. Und die Abflussschächte sind hier auch etwas größer. Und hier in Amerika ist ganz anders aufgeteilt. Hier sind immer in den Blöcken einzelne Einkaufspassagen. Ich schwenke mal rüber, wo ihr seht. Frühmorgens um 7 ist fast noch nichts los. Von Malerladen, ich weiß gar nicht, ob man den sieht jetzt mit der Sonne. Über Sushi-Laden dort hinten. Dann ganz groß Quest Request, das ist ein Diagnostikcenter. Hier in Amerika werden alle immer zum Röntgen, ob das jetzt für Zähne ist, ob das für Füße ist. Also wirklich kreuz und quer zu einem Center geschickt. Hier hat nicht jeder Arzt direkt ein Röntgenapparat, sondern hier gibt es die Center, wo dann alles zusammengefasst ist und die Leute dann hinfahren müssen. Gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Dann der 99-Cent-Laden ist wie bei uns ein 1-Euro-Laden. Allerdings gibt es hier auch Essen drin, wie Leberwurst und sonstige Sachen. Und wie gesagt, ganz groß. Und was uns immer auffällt hier, was so schön ist, immer begrünt. Ja, also selbst bei 30 Grad, hier strahlt alles im Grünen.
Gleich gehen wir mal auf die andere Seite. Und für Frühstück ist hier reichlich immer gesorgt. Jack in the Box auf der einen Seite, drüben, wir gehen gleich wie gesagt rüber. Pink Box, schöne leckere Donuts, Suppen zum Frühstück. Meine Hunde gehen schon. Und hier auf der Seite Del Taco. Frühstück direkt gesorgt. Auf der anderen Seite, ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Auch ein Fitnesscenter. Dürfen ab gestern Abend oder gestern Morgen, um genau zu sein, auch wieder öffnen. Noch nichts los. Kindertherapiecenter. Ein sehr großer Beauty-Salon haben wir da drüben. Der Dolphin, der jetzt gerade reinkommt. Und dann gehen wir wieder vorne auf die Straße, um euch den Rest unseres Einkaufsviertels zu zeigen. Und wie ich sagte, alles strahlt hier in den ganzen Einkaufspassagen, egal wo man ist, immer im schönsten Grün. Und dann links, wenn ihr schöne Donuts haben wollt, zur Pinkbox, früh morgens schon, ihr seht, Schlange vor der Tür. Oder auf der anderen Seite, Beagles, auch dort ist schon Schlange. Und was ihr da vorne seht, ich gehe ein bisschen, die ganzen Autos, die da stehen, ist da oben Starbucks. Also ein Starbucks Drive-In ist hier bei uns. Und da ist morgens ab 6 Uhr schon eine schöne Schlange. Dann haben wir hier noch die Wells Fargo Bank mit einer der größten in Amerika auf der Seite. Auch an jeder Ecke, an jeder Kreuzung ist eigentlich eine Tankstelle. Hier ist es die Chevron. Was man hier schön sieht, auf der einen Seite sind immer Wohncommunities und auf der anderen Seite ist dann die Geschäftsgegend. Also man trennt hier immer das Geschäftliche mit dem Privaten. Und was hier natürlich in Amerika ganz anders ist zu uns in Deutschland ist, die haben sehr viele Communities. Das heißt also wirklich hier verschlossen, wo du nur mit Ausweis, mit PIN-Code reinkommst. Dies ist jetzt ein Apartment-Community. Kleine Apartments, ich sag mal so zwischen 60 und 100 Quadratmeter. Und du kommst auch hier nur rein mit Anmeldung als Besucher. Also normal reinfahren ist hier nicht. Ich glaube, wir machen mal einen Tag, wo wir nur Communities zeigen. Und wir kommen wie gesagt nicht rein, aber wir können euch sehr, sehr schöne Tore zeigen. Ich gehe nochmal kurz zurück. Oh, jetzt blendet die Sonne aber ganz schön. Also wie gesagt, alles sehr gepflegt hier. Hier zahlt man auch eine sogenannte HOA. Ja, die ist halt eben dafür da, dass ein, ich sag mal, ein Service hier komplett dafür da ist. Clubhouse haben sie vorne, wo man feiern kann. Je größer es ist, umso mehr gibt es auch in der Anlage von Sportplätzen, Tennisanlagen, Swimmingpools und alles ist hier gepflegt. Dafür ist die HOA da, dass halt eben wirklich hier wie ein Hausmeister-Service die ganze Community gepflegt wird, auch von außen. Man sieht vielleicht hier, ein Zaun ist drumherum, also mit Wachdienst komplett abgeschlossen. Hier seht ihr, das Tor geht auf, wenn vorne mit Code oder Karte, je nach System, und dann darf man erst reinfahren. Wir möchten euch mal eine ganz andere Gegend von Las Vegas zeigen. Eine sehr, sehr angenehme Wohngegend hier. Desert Shore sind wir. Wir werden euch gleich zeigen, warum wir hier so schön sind. Ich nehme euch ein bisschen mit. Auch ganz anders hier in Amerika. Die Rechts-vor-Links-Regelung. Jetzt gleich einmal links ab und dann seht ihr den anderen Teil von Las Vegas. Nichts mit Swipe, nichts mit Partymeile, sondern einfach mal genießen. Welcher Gegend man hier ist. Ich halte hier mal kurz rechts an. Schönes Clubhaus da vorne. Eine wunderschöne Seenanlage.
Hier darf man auch mit dem Boot drauf fahren, Wasserski fahren, alles Mögliche. Allerdings, einzigste Prämisse ist, alles mit Elektromotor. Und hier überall schöne Wildtiere, Enten, Fische sind im See, Schildkröten sind im See. Wir steigen gleich mal aus und dann zeigen wir euch alles. So, sind wir ausgestiegen und dann seht ihr sie. Sind schon Menschen gewohnt, würde ich sagen. Und so wunderschön ist Las Vegas. Drüben ist ein Clubhaus mit einem riesengroßen Pool da drin, der abgetrennt ist vom See. Und ihr seht da hinten, wie weit wirklich oder weitläufig das ganze Areal hier ist. Schauen wir mal, ob wir vorne noch ein paar Schildkröten oder Fische sehen. Da ist eine Schildkröte sogar. Ihr seht sie. Und ganz klar, das Wasser hier. Und ich weiß nicht, ob man das sieht. Auch ein ganz kleiner Fisch daneben. Oder große Fische. Aber wirklich. Einmalig hier. Die ganze Anlage hier. Und das, wie gesagt, mitten in der Wüstenstadt. Häuser hier gehen auch vom Preis her. Man kann sie auch mieten. Preislich liegen so zwischen 500.000 und 1 Million. Immer je näher man am See ist. Hier vorne jetzt groß. Die Fische, ihr seht sie, ganz viele. Angeln darf man hier auch, also wer Lust hat. Eine wunderschöne Anlage. So, hier nochmal das Clubhaus im eigenen Sandstrand. Ich versuche es mal ganz nah ranzuholen. Jetzt seht ihr das. Mit einem eigenen Sandstrand. Und wie gesagt, da vorne eine Poollandschaft, die hier zur Community dann gehört. Also einmalig hier. Nur kein Übergang zum See. So, wir sind da mal unterwegs zu der Brücke, die ihr eben gesehen habt. Fahren jetzt hier schön rechts am Clubhaus vorbei. Leider wohl geschlossen aufgrund Corona. Und fahren dann einfach mal nach oben. Sind dann nach oben auf die Brücke gefahren. Und damit ihr es mal von der anderen Seite aus hier seht. Also wie gesagt, mit Bootsanlegeplatz, alle Häuser hier. Wirklich super schön. Gehen mal rüber auf die andere Straßenseite mit euch. Damit wir das auf der Seite auch noch schön genießen können. Mit eigenem Bootsanlegeplatz und dieses schöne Objekt, welches ihr jetzt seht, das steht zurzeit zum Verkauf. Knappe 1,5 Millionen zum Verkauf. Genießt es! Hier natürlich in der großen Community sind, gibt es natürlich hier überall Sicherheitsbeamte, die auf alles aufpassen und die auch alles beim Rechten ist. Fahren ein bisschen durch. Schaut einfach zu. Direkt an der Community, wie gesagt, hier immer mit Security, Schloss vor. Und sehr, sehr schön, direkt am Lake. Schöne Häuser. Aber wie gesagt, wir kommen leider nicht rein. Und größer geht immer. Schaut euch das mal an. The Beast.
So, wir befinden uns hier noch auf dem Gelände des Lakes. Hier gibt es eine Einkaufspassage, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Wenn euch gefallen hat, wie immer ein Thumbs up und wir freuen uns auf das nächste Video. Bis dann, ciao, ciao. Menschen hier überall. Man muss hier wirklich vorsichtig fahren am Lake. Ganz süß. Ciao, ciao, zum zweiten Mal.